Senftenberg wurde erstmals 1279 urkundlich erwähnt. Und der Name leitet sich einerseits ab von Sanft am Berg oder Sumpfenburg, weil Senftenberg halbseitig von Sumpfgelände umgeben war. Und da ist die Kirche. Genau. Dort, wir sind jetzt hier am Markt und Sie sehen hier den zentralen Platz in der Altstadt von Senftenberg. Und wir haben hier die evangelische Kirche, die Peter- und Paul-Kirche. Dort die Richtung zum Senftenberger Schloss und zur Festung. Und vor uns befindet sich jetzt hier eine sächsische Postmeilen- oder Distanzsäule, die zu Zeiten August des Starken in Sachsen installiert wurde. Denn Senftenberg gehörte während dieser Zeit zum Heiligen Reich des August des Starken. Und man hat dann diese Postmeilen- oder Distanzsäulen gesetzt, weil die damalige Entfernungsangabe waren Meilen. Heute Land Brandenburg. Genau, und wir sind hier im Landkreis Oberspreewald-Lausitz. Vor allen Dingen auch für sportlich ambitionierte Gäste ist der Senftenberger See als ein großer künstlich angelegter See aus einem ehemaligen Braunkohlentagebau mit 1300 Hektar Wasserfläche, mit einem Rundweg rund um den See, den man zu Fuß oder per Rad erkunden kann. Und mit dem Schiff. Und natürlich auf dem See mit dem Schiff unterwegs sein kann oder auch mit einem kleineren Schiffchen privater Natur. Ja, der Blick auf den Markt führt zum, wir haben hier noch das Rathaus, die Touristinformation und alte ehrwürdige Gebäude, zum Beispiel dort die Adlerapotheke. Das ist ein Jugendstilbau, der aus dem Jahre 1902 datiert. Historische Häuser, die ursprünglich auch schon mal hier dann gebaut wurden. Und das älteste Haus am Markt ist dort der Markt 15. Das beherbergt jetzt eine Kaffeerösterei, eine neue Errungenschaft von Senftenberg, wo man also auch hier gebrannten Kaffee, also gerösteten Kaffee erwerben kann. Liegen überall. Und Speis und Trank, wie steht es da? Ja, wir damit? Haben hier zum Beispiel gleich am Markt die Traditionsgaststätte, die St. Hubertus-Klause. Daneben ist ein kleines Eiscafé, das sogenannte Marktcafé, daneben dann die Kaffeerösterei. Und wir haben natürlich auch im Umfeld des Marktes andere gastronomische Einrichtungen. Genau.